Viele Menschen spüren, dass wir in einer Situation der Krise leben, in einer tragischen Situation, wo der Staat, wo die Politik, wo die Gesellschaft, alles zerbricht irgendwie. Auch die Religion leider, auch die Kirche. Man denke nur an diesen synodalen Weg, was da für Sachen gesagt werden. Man hat generell ein Gefühl der Auflösung von allem. Aber nicht nur das, es ist außerdem noch, dass in den Familien gibt es sehr viel Unfrieden, sehr viel Unheil, Spaltung, Spannungen etc. Und das ist für viele Menschen ein Grund zur großen Sorge, gerade in dieser Weihnachtszeit hier im Büro von unserem Herz Jesu Apostolat, das ist, wo dieses Buch zum Beispiel rausgegeben worden ist, rufen Leute an und merkt man, da ist eine große Spannung, ob die Leute überhaupt in die Kirche kommen, zur Christmette, wegen diesen ganzen Gehregeln etc. etc. Und da habe ich ein bisschen gesucht in den Büchern, die ich so habe, von der heiligen Therese von Kinde Jesu, von der heiligen Anna Schäffer, habe ich gesucht, wie sie Weihnachten erlebt haben. Gerade die heilige Anna Schäffer, das ist eine bayerische Heilige, über die ich auch mal sprechen möchte, weil ich sie sehr verehre, ich finde sie großartig. Sie hat ja wegen des Ersten Weltkrieges gelebt, sehr viel geschrieben, sehr viele Briefe. Und da habe ich gesucht, aber sie gingen alle nicht auf diese konkrete Situation so in der Form, wie wir sie heute erleben. Ja? Das heißt, in einer Art düstere Zeit, in der man sozusagen Weihnachten feiert. Und Weihnachten sollte ja eigentlich ein Anlass zur Freude sein. Ja? Das heißt, wir müssen uns eigentlich freuen, obwohl wir eigentlich in einer schwierigen Zeit leben. Und so kam ich eben auf einen Text von diesem brasilianischen Autor. Und in der Tat, Plinio Corrado Oliveira, das ist ein Buch, was ich selber geschrieben habe. Das ist jetzt schon 6 Jahre alt. Das ist ein Büchlein, das ist damals erschienen. Und er hat kurz vor Weihnachten im Jahr 1980 einen Brief geschickt an seine Mitarbeiter, an seine Person, mit denen er zusammengewirkt hat, wo er eine solche Situation beschreibt. Und zwar, das war im Jahr 1980. Er war in großer Sorge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, aber er beschreibt das. Und er sagt, welche Einstellung wir haben sollten. Wie gesagt, dieser Autor Plinio Corrado de Oliveira, er hat eine ganze Reihe von religiösen Texten geschrieben, nicht nur das, sondern auch politische und gesellschaftstheoretische etc., aber auch sehr viel auch religiöse Texte, marianische Texte. Wie gesagt, hier dieses Büchlein haben wir herausgegeben mit Texten von ihm über das Heiligste Herz Jesu etc. Und hier ist es auch, das ist hier auch ein Text, der natürlich sehr religiös durchdrungen ist. Und ich habe gedacht, dass das interessant wäre, in dieser Stimmung so etwas zu lesen, zu hören. Ich werde diesen Text unten auch posten in unserem Blog. Blog, das ist das sogenannte Herz Jesu Bulletin. Da können Sie es auch nachlesen, wenn Sie möchten. Und im Grunde genommen sagt er, wir müssten in einer solchen Situation der Krise, der Sorgen etc., wir müssten beobachten, wie sich Maria und Josef, die Maria Gott, Mutter Gottes und der heilige Josef verhalten haben. Denn sie waren in einer gewissen Spannung, weil, wie er hier beschreiben wird. Und zwar, er schreibt, wir werden in ein neues Jahr eingehen, in einer Situation, dass wir heute eine Weihnachtsfeier planen, aber in der Tat nicht wissen, unter welchen Bedingungen diese Feier stattfinden wird. Ich kenne nicht die Umstände, das war damals in Brasilien, da gab es große Spannungen, möglicherweise drohte eine soziale Revolution etc. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall hatte er eine große Sorge aufgrund der ganzen Situation damals. Auch man muss sich erinnern, das war damals noch der Kalte Krieg, atomare Bedrohung etc. Wir werden Heiligabend in Ungewissheit, Unsicherheit und Prüfung durchgehen. Ja, also in einer Situation, die wirklich Sorge bereitet. So ein bisschen eigentlich wie viele Menschen heute. Sie werden sagen, okay, wir werden Weihnachten feiern, Heiligabend. Aber wie ist es da mit diesen Corona-Maßnahmen? Überhaupt, wie werden diese Leute, sind die Kinder nicht alle gereizt? Ein Drittel der Kinder ungefähr haben psychiatrische Auffälligkeiten etc. Ja, also das ist diese Sorge, die hier durchdringt. Und dann fragt er sich, okay, wie soll man gegenüber einer solchen Situation, denn ich meine, Weihnachten ist ja an sich ein freudiges Ereignis. Und dann sagt er,
Jemand könnte sagen, aber wird dies eine Weihnachtsnacht sein? Kann man unter solchen Bedingungen überhaupt Weihnachten feiern? Sollte man das lieber sausen lassen? Besteht Heiligabend nicht nur aus Freuden, Trost und Zufriedenheit? Ja, das ist ja nicht, was wir uns wünschen würden, dass alles perfekt ist. Ein Weihnachtsbaum und Dekoration und alle Leute sind zufrieden und friedlich, schöne Lieder etc. etc. Aber wenn das nie ist, dann soll man das überhaupt noch feiern. Wie lässt sich eine Spur von Traurigkeit und Besorgnis mit der heutigen Nacht vereinbaren? Ja, also, na, das ist die Situation. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin bei der Heiligen Anna Schäfer gesucht, okay, ob sie Texte hat aus dem Ersten Weltkrieg. Sie geht nicht so, ich habe zumindest nichts gefunden, sie geht nicht so in die Tiefe. Deshalb, aber hier wird das, finde ich, sehr gut dargestellt. Und jetzt kommt eben, wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir mit einer solchen Situation umgehen? Und er sagt, unsere liebe Frau und der heilige Josef hatten am Heiligabend im Stall von Bethlehem Freuden, die keine Seele ausdrücken kann. Klar, weil das Jesuskind geboren wurde. Vor allem natürlich die Mutter Gottes. Es ist jedoch auch wahr, dass sie viel Bedrängnis durchgemacht hat. Die ganze Reise auf dem Esel, die mussten von Bethlehem nach Jerusalem, von Nazareth nach Bethlehem kommen und im Winter etc. Sie hatten eine Unterkunft an einem Ort gesucht, an dem zumindest relativ würdig das Jesuskind geboren werden konnte. Und wir wissen, nirgends konnten sie übernachten. Und der heilige Josef sah sich im Zustand der Demütigung, er war ja dafür verantwortlich, er war ja der Vater, also er war verantwortlich, dass das Kind in einem angemessenen Ort geboren wird. Da seine Frau ein Kind in einem Stall gebären musste und in einer Krippe legen, aus der die Tiere fressen. Also das muss man sich vorstellen, wenn das heute wäre, dann würde man jemand sagen, pass auf, geh in die Garage hin, da kannst du dein Kind haben. Also ungefähr an die heutige Zeit. Und da ist ein uralter Wagen und so und alte Reifen. Ja, da kannst du irgendwie bleiben und da kannst du dein Kind haben. Also so ist die Situation gewesen. Das ist schon fast so realistisch. Für solch ein fabelhaftes Wunder hätte es keine demütigeren Bedingungen für eine Geburt geben können. Wir können uns den Kummer Josefs und Marias vorstellen, dass sie nichts mehr als das dem Jesuskind da bringen konnten. Also wie sie sich gefühlt haben. Also die müssen sich gefragt haben, ja, haben wir was falsch gemacht? Also, und dann sagt er, und so sehen wir, und das ist eben der Punkt, dieser Kontrast, der hier eher betont, Plinio Corro de Oliveira, und so sehen wir, dass sie an Heiligabend unergründliche und endlose Freude hatten, wegen der Geburt, aber auch ihre Schmerzen trugen, wegen dieser erstaunlichen, surrealistischen Situation geradezu. Ja, ein Kind und daneben ein Esel mit einer Kuh. Unglaublich. Das Jesuskind war das Jesuskind. Es ging über alles das hinweg. Also ihm war es egal, weil er war ja der Sohn Gottes, wenn man so will. Er wusste genau, dass dies den höchsten Fügungen der heiligen Dreifaltigkeit entsprachen. Er, der das Fleisch gewordene Wort war, wusste es genau. Aber der heilige Josef und die Mutter Gottes wussten es vielleicht nicht. Wir wissen es nicht, ob sie diese Umstände richtig anordnen konnten. Vielleicht, ja, vielleicht hatten sie eine Vision, aber vielleicht auch nicht. Sie zweifelten vielleicht daran, was der Grund für diese Situation war und ob sie nicht eine gewisse Schuld daran hatten. Und logisch, sie waren ja die Eltern. Die sagen, ja, warum haben wir das nicht besser organisieren können? Ja, mit unseren Verwandten dort, dass wir vielleicht vorher einen Brief schicken und dass jemand uns das etwas organisiert. Und an derselben Abend, derselben Nacht haben sie ja eine Unterkunft gesucht. Und wahrscheinlich bat der heilige Josef, der für den Unterhalt der heiligen Familie verantwortlich war, unseren Herrn um Vergebung für das, wofür er keine Schuld hatte, für den Stall, in dem der Sohn Gottes auf die Erde kam. Aber die Freuden waren, und das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt, aber die Freuden waren so überwältigend, dass wir die Traurigkeit, die sie hatten, völlig vergessen.
Und da, ich habe ja mehrmals schon die heilige Anna Schäffer zitiert. Sie war, das war eine sühnende Seele. Sie hatte unglaublich viele Wunden, Schmerzen etc. Aber in ihren ganzen Briefen strahlt eine große Freude. Das heißt, das ist exakt eine Heilige, die inmitten des Schmerzes, des körperlichen Schmerzes, sie hatte einen unglaublichen Unfall und was, deshalb war sie am Bett gebunden etc. Aber sie strahlte eine unglaubliche Freude, weil sie eben immer wusste, dass sie den Willen des Gottes, des Willen des Heiligsten im Herzen Jesu tat. Ja, das heißt, diese Situation ist so gewissermaßen hier in dieser Zeit, in der heiligen Nacht. Das heißt, es sind völlig erstaunliche Umstände, ja, aber trotzdem gibt es da Gründe für eine überwältigende Freude, ja. Und diese Freude ist so groß, dass gewissermaßen diese Umstände fast nebensächlich werden können. Ja, natürlich, damals hat sich ja noch nicht diese ganze Kultur, diese Tradition von Weihnachten entwickelt mit den Bildern etc. Zu dem Zeitpunkt war das schon eine erstaunliche Situation. Ja, sie wussten ja nicht, dass vielleicht eine Fügung war und deshalb die Vorsehung, die heilige Dreifaltigkeit wollte, dass es eben so ist, wie es da ist, weil sie wusste, dass damit sozusagen die Herrlichkeit Gottes und dass der Sohn Gottes auf die Erde kommt, noch stärker betont wird, als wenn er in einem Palast geboren wird. Ja, aber das ist, aber jeder, ein Elternpaar will ja immer, dass sein Sohn in den besten Bedingungen geboren wird und nicht in einem Stall oder heutzutage würde man sagen, eine Garage oder ein Schuppen oder sowas. Und dann sagt er, Bruno Correa de Oliveira, so sollten wir es am Heiligabend mit uns machen. Wir haben unsere Sorgen. Wir sehen den Zustand der Kirche. Man denke nur an diesen synodalen Weg. Wir sehen den Zustand der Christenheit. Wir sehen, wie viel wir vor uns haben und wie wenige wir sind, die sich für den Glauben einsetzen, um das zu erreichen, was wir wollen. Aber dann sagt er später, aber wir müssen die Mutter Gottes, den heiligen Josef und das Jesuskind um die Seelenfreude bitten, trotz allem, trotz aller Sorgen, Spannungen, Katastrophen, die drohen, was weiß ich, Kriege, da Ukraine, um diese Seelenfreude bitten, die allen Sorgen widersteht, die sich in der Freude, in der Perspektive des Kampfes für den katholischen Glauben, in der Perspektive des Heldentums, sogar in der Perspektive des Opfers bestätigt. Das heißt, trotzdem, trotz allem, finden wir hier können wir eigentlich glücklich sein, wir können Freude haben, weil am Ende ist das für diese eine gute Sache. Der Tag des Sieges unserer lieben Frau in der Welt wird für uns ein Tag sein, wie einst der Weihnachtstag und der Tag der Auferstehung war. Das ist, damit meint er die Botschaft von Fatima, die er ja sehr stark verbreitet hat. Und dort konkret den Satz, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das heißt, egal welche Sorgen wir haben, egal welche Spannung, welche Krise, in der heiligen Nacht dürfen wir uns freuen, weil sich dort praktisch diese riesige Freude der Geburt Christi eben die so überwältigen, dass das andere quasi an den Rand gedrückt wird, ja, und ihre wahre Verhältnismäßigkeit beginnt. Ja. Das heißt, das bedeutet nicht, dass wir diese ganzen Sorgen, diese Probleme, diese Schmerzen einfach ignorieren, nein. Aber sie sind kein Grund, dass wir auch ebenso eine riesige, eine überwältigende Freude erleben, weil der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist. Und wenn das passiert ist, dann ist alles andere im Grunde genommen nebensächlich. Denn wenn man Gott hat, hat man alles. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen. Vielen Dank für das Zuhören und das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.